Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Am Tag danach. Nach der Rage Quit Aussegen hin Ski Folge. Nein, nach dem Blutmond. Nach dem Blutmond, wollte gerade sagen. Wir haben doch, hä? Ja. Also die Models sehen echt geil aus in 7 Days. Das haben sie echt gut hingekriegt. Auch so die neuen Rüstungen. Das sieht echt richtig cool aus, das Zeug. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, wir wollten ein bisschen Kram besorgen, ne? Also wir haben auch noch zwei Quests offen. Ich würde gar nicht mehr so viele Quests machen, ehrlich gesagt. Ich würde lieber so rumlooten gehen. Ja. Mache ich im Singleplayer nämlich jetzt auch, dass ich da weniger mich mit Quests aufhalte, sondern stattdessen einfach mehr so durch die Gegend ziehe, weil man oft dieselben Gebäude lootet und immer dieselben Quests macht, dann gehen wir lieber mal so rum und dann können wir uns die POIs nämlich aussuchen. Dann finden wir mit Sicherheit auch ein paar mehr Zeitschriften und sowas. Bist du jetzt hingeflitzt? Ich flitze zu meinem Schatz und buddel den schnell aus. Ach so, weil ich wollte dir jetzt die Totengräber-Mod geben. Okay. Ich komm zurück. Das wusste ich nicht, dass die jetzt fertig ist. Ne, die brauchte bloß ein paar Sekunden. Ich dachte, du guckst noch in die Werkbank, weil ich meinte, Totengräber-Mod kommt sofort. Ja, aber ich dachte jetzt auch nicht, dass die so schnell geht. Danke. Bitteschön. So. Dann jetzt aber. Auf zum Schatz. Mein Schatz. Ja. Bin doch eh so ein kleiner Gollum. So ein klein. Ja. Früher ist man immer hier an den Lagerfeuern, da sind die mal kaputt gegangen, wenn man hier drüber gefahren ist mit dem Minibike. Die brechen jetzt gar nicht mehr auseinander, ne? Die Holzfeuerchen. Halt. Ich habe einen Pfeil gefunden. Von mir. Es schwebte hier in der Luft. Na siehste, kommt nichts weg in der Apokalypse. Ja. War auch noch eine Totengräber. So. Also, der verbrannte Wald ist eigentlich ganz nett. Der ist zwar ein bisschen Depri, sag ich mal so, ne? Aber man sieht alles schön. Du siehst überall die Ressourcen rumliegen. War schon nicht schlecht. So. Eine Feuerwehr-Axt könnten wir uns auch mal bauen bei Gelegenheit. Feuerwehr-Axt Stufe 6. Ja, eine normale Stahl. 5? Nee, du kannst ruhig eine 6er machen bei Gelegenheit. Ein legendäres Teil haben wir. Dann baue ich dir eine 6er. Ach so, wir brauchen ja die Teile. Ja, nee, dann mach eine 5er. 5er ist auch okay. Ist auch okay. Ja. 5. Ach, guck mal hier, jetzt kriege ich hier die 250er Blöcke. Die kriege ich schön mit zwei Schlägen weg. Das ist doch geil. Kommt hier schon mal ein bisschen Lehm bei rum. Huch. Also, boah, 60 Barren, ey. Ihr habt doch echt einen Knall nicht gehört. 2, 3. Uff. Ja. Uff. Na, so ein Schatz ausbuddeln, das gibt gut Lehm, ey. Der hat ja einen riesen Radius. Da ist man eine Zeit lang mit beschäftigt, mit Buddeln. Also wenn ich noch irgendwas... Kann ich in der Schaufel noch was reinpacken? Aber der, ja, da ist ein beschwerter Kopf drin, ne? Wenn ich den rausnehme und in die Schaufel mache... Und jetzt buddel... Dann kriege ich die 200er Blöcke mit einem Schlag weg gleich. Das ist ja geil. Huch. Wir hatten doch in der Stadt hier auch Industriegebiet und sowas, oder? Ja, hier ist mehr drin an Industrie und sowas. Ja, ja.
Deswegen würde ich gerne so looten gehen, ohne Quests. Ja. Mal eine Zeit lang wenigstens. Fender. So geil, guck mal hier. Die 200er Blöcke schön mit einem Schlag hier weggekriegt, ey. So, Feuerwehr-Axt baue ich. 5er. Hey, wie klingt denn das, wenn ich das Kleeband? Ja, das hat so irgendwie, alle Items im Inventar haben irgendwie komplett andere Sounds. Das klingt wie zwei Steine, also aber so eine Kalksteine oder so hätte ich gesagt, oder Sandsteine, die ich aufeinander vorsichtig lege. Ja, das kann sein, ja. Gut, wenn ich immer hin und her klicke und das in den Inventar und in Dings packe, hört man das Geräusch nicht. Also sei mal leise. Okay. Es klingt viel zu fest. So, ich komme gleich kurz zu dir. Packe das noch weg. Wow, ein Schießpulver. Wow. Unfassbar. Teile. Soll ich dir Eisenpfeile basteln? Ich hatte schon Spitzen gemacht, ja. Deswegen. Die sind in irgendeiner Schmiede drin. Ja, die habe ich rausgenommen. Ich mache. Ja, kannst du ruhig machen. Brauche aber gar nicht so viele. Ich brauche höchstens 90. 90 Stück kannst du machen. Und den Rest nehme ich. Willst. Ja, oder packst die Spitzen halt in die Munition rein. Geht doch schon richtig schön vorwärts hier, ey, mit der 6er Picke. Da kriegt man auch mal so einen 5000er Versteck da relativ fix aufgekloppt. Im Singleplayer mache ich das alles noch mit der Steinaxt. Da mache ich jedes Mal Aufnahmepause. Ich will so ein 5000er Ding da aufkloppe. Okay. Ach du Scheiße, was ist denn hier alles drin? Ey. Sei froh. Ja, sei du froh. Jetzt halt dich mal fest. Jetzt halt dich mal gut fest. Schnall dich an. Ich halte mich fest. Anschnallen kann ich mich nicht. Ich halte mich einfach nur am Stuhl fest. 14.200 Jetons. 163 Schuss 7.62. 37 Magnum Munition. 127 Geschossspitzen. 216 Schießpulver. Ein Baseballschläger Stufe 1 und ein Baseballschläger Stufe 4. 145 Schuss 9mm, 73 Hülsen, 4 Schuss Schrot, ein zweiertaktisches Sturmgewehr und eine temperierte Klingemutt. Ein zweiertaktisches? Was zur Hölle, war? Ein bisschen übertrieben, alles, ne? Alles ist schon, in einem Schatz drin. Ist schon ein bisschen, aber nur Mühe. Ja. Jetzt habe ich hier so ein schönes Loch gebuddelt und weil das hier so schön geht mit der Schaufel, buddel ich einfach weiter. Macht grad Spaß. Ich komme in deine Richtung. Ja, ich komme gleich mit buddeln. Ich komme in deine Richtung. Ja, das hier ist ja nur die Lehmgrube sozusagen. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir brauchen ja Lab. Okay, der hat sich in Luft aufgelöst. Es ist wieder soweit. Alles klar. Ich habe einen Zombie erschlagen, der so, er hat mir seine Arsch entgegengestreckt. Ich habe nochmal ganz vorsichtig drauf gepiekst und dann ist er einfach, hat sich komplett in Luft aufgelöst. Verstehe ich auch manchmal nicht. Also ich weiß, im Entwicklermodus, wenn du da auf einen getöteten Zombie schießt, dann despawnt der auch sofort. Ich glaube, manche Zombies, die spawnen irgendwann und ab und zu erwischt man genau den Zeitpunkt, wo die despawnen. Deswegen lösen die sich einfach auf. Ach, sie haben ja Helmlichtmod, stimmt ja. Könnte ich ja mal einschalten. Ich vergesse ständig die Helmlichtmod. Gerade war das noch Stein. Jetzt war das Leben. Je nachdem, von welcher Seite man draufschlägt. Ui. Okay. Konnte gerade durch die Karte gucken. Okay. Und ich fand es schon merkwürdig, dass er sich gerade einfach so aufgelöst hat. So fängt alles an. Und dann geht's den Bach runter. Ja.
Ja, es wurde ja sowieso jetzt gestern Abend gab es ja das Update auf die 3.17. Und vorgestern gab es ja auch ein Update. Ja, die schrauben gerade schwer dran rum an der Version. Da sind die ganzen Karten sind jetzt rausgeflogen, die ganzen Pre-Gen-Karten sind weg. Okay. Das ist bei mir im Discord auch schon diskutiert worden. Da gab es ja jetzt 4 neue Karten in der experimentellen Version. Von den vorgenerierten in allen Größen. Also gibt ja jede vorgenerierte Karte gibt es in 4K, 6K, 8K und 10K. Mhm. Und dann gab es die jeweils als A, B, C, D-Version. Und diese A, B, C, D-Version, die sind jetzt alle weg. Stattdessen gibt es jetzt wieder wie früher nur die von jeder Größe eine Pre-Gen-Karte. Und alle, die im Singleplayer für sich gespielt haben und eine dieser Karten ausgewählt hatten, müssen jetzt ihr Save-Game und ihre Map, ihre Generated World irgendwie umkopieren, weil die ist nämlich sonst weg. Cool. Ist der Spielstand weg. Cool. Also nicht. Ja. Im Süden, da ist wieder so ein Turm, aber ich weiß nicht, ob wir in dem schon drinne waren, im verbrannten Gebiet, da ist wieder so ein Wachturm. Da könnten wir gleich mal hingucken. Ja, können wir machen. Und, oh, schönes Loch. Ich habe das hier für dich. Moment, bin fertig hier. Ich habe jetzt 7000 Leben und ein Level up. Nice. Und dann guck mal bei dir, wie das bei dir aussieht. Gelände, Fahrzeug, Scheinwerfer-Mod. Mhm, die soll ich drauf machen oder was aufs Minibike? Ja. Achso, wir müssen uns ja wieder hochbuddeln. Ja, kommst du hier raus, geh doch. Ich will auch noch ein bisschen Leben mitnehmen. Und zwar, ich will jetzt nicht umsonst hier. Na gut, jetzt ist es hell, aber. Und dann guck mal, wie das aussieht. Voll die Lampe vorne. Ja, und dann steig mal auf. Ja, warte, ich mach mal gerade einen Screenshot davon. Bei dem habe ich einen Vollgummireifen da vorne drauf, wie von einer Schubkarre, der 1000-mal geflickt ist? Ja, irgendwie sowas, ja. Egal, ja. Also bei mir sieht man fast gar nichts von dem Licht. Ja, ein bisschen heller macht schon, wenn man es ein- und ausschaltet. Aber, naja, mal gucken, wie es in der Dunkelheit ist. Also jetzt gerade habe ich irgendwie nichts. Hast du die Axt auch schon hier mitgebracht? Nee, die ist noch, das dauert länger. Achso, ja, kein Problem. Also hier ist auf jeden Fall auch ein Schild. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Keine Ahnung. Kann sein, dass das erste war. Ich weiß, dass wir bei so einem Turm waren. Eisenvorschlag, komm mal. Ich würde jetzt noch gerade hier ein bisschen Lehm buddeln. Ach so. Oder sagen wir zu dem Turm. Ich gehe mal zu dem Turm. Ich kann ja eh nicht so viel wirklich buddeln. Nee, ich komme dann mit. Ich komme dann mit zum Turm. Wir haben jetzt 7000 Lehm. Ich glaube, das reicht für den Anfang mal, oder? Ja. Dazu fahren wir dann gleich nochmal. Wir wollen aber erstmal looten dann, ne? Ja. Buddelst du noch? Naja, ich habe ja zugemacht gerade. Ich komme jetzt Ach zu dir. Ach so, dass wir da nicht reinfallen. Ja. Ich habe da so ein paar Frames einfach hingelegt und. Oh, jetzt können wir erstmal den Basie testen. Moin! Funktioniert. Geil. Ach, hier der Turm meinst du? Ja.
was geparkt? Neben dem Fahrzeug irgendwie hier, glaube ich. Hm? Ja, wo bist du? Da hinten habe ich geparkt. Ja, ja, ist nicht schlimm. Warte mal. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Ich stehe doch hinter dir. Ich kann dir den 1er Basie hier noch geben. Mhm. Willst du ihn haben? Ja. Und dann nimm mal hier die temperierte Klinge-Mod oder so und ja. Den Holzknüppel, den können wir wahrscheinlich zerlegen, den 5er. Ja, da mache ich aber meine Mod vorher runter. So, Federn haben wir wahrscheinlich noch daheim, das auch. Haben wir noch einen Baum, den können wir hier einpflanzen. So. Den restlichen Kram hier, den behalten wir. Taktisches Sturmgewehr. Das spielst du ja eh nicht mit. Taktischen? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen was in das Gewehr rein, in das Präzisionsgewehr da reingeskillt. Ich glaube, ich mache damit ganz gut Schaden. Ich habe echt gut getroffen zur Blutnacht. Hab mich nur erschrocken. Mir geht's gut. Ja, ich weiß. Oh, Junge. So. Und wer ist wach geworden? Und mein Baseballschläger. Weil hier ist ja eh. Oh, ich geh lieber zur Seite. Oh, Dietrich. Oh, Dietrich. Hui. Also. So. Oh, sag mal. Ich spring immer über die scheiß Leiter hier drüber. Ist so fett. Pocahontas. Mhm. Bin ich dick. Hier liegt was drin. Achso, eine Leiche. Oh, ein Robotikteil hat er hier oben. Nice. Und hier ist ein Rifle World im Bücherregal. Da kannst du ja lesen. Du schießt ja eh mit dem Ding. Ja. Da kannst du dir mal irgendwann was Besseres bauen dann davon. Ich habe ja schon eine Dreier oder so gefunden. Selbstgebautes Gewehrstufe. Ja. Oh. Wo kommt der denn her? Von unten. Ach so. Ah, der ist hier Leuchterauge. Ja, ja. Ich hab Dietrich notfalls bei. Ne, brauchen wir hier nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Kunst des Bergbaus, Band 1. Gewährt geringe Chance, seltene Edelsteine im Erz zu finden. Juhu! Ich hab das ausgeskillt gerade, geil. Na, GG. Toll. Eine Savage County Kiste. Rüstung drin. Armored ab. Cool. Oh, jetzt habe ich versehen, den Müll hat klein gekloppt. Nee. Doch. Ich weiß gar nicht. Hatte ich nicht auch Armored abgelesen? Ja, ein paar. Und dann haben Rüstung. Wir uns dafür entschieden, dass ich die weiterlese. Ah, schwere Rüstungen kann ich auch bauen. Stufe 2. Ja, okay. Ja, gut, ist ja kein Thema. Wo bist denn? Untergesprungen. Mach da. Ja, ja, das machen die gerne. Warte mal, bleib mal hier. Erste Hilfe verbannen. Wup, wup. Schön. Jo. So, dann Looten. Ja, willst du in die Stadt oder soll man noch ein paar Sachen abbauen? Also ein bisschen Kohle und ein bisschen Erz oder so. Ach so. Ja, Kohle und sowas hatte ich nicht schon irgendwas markiert. Nee, Nitrat habe ich markiert. Aber da ist ja Kohle dann nicht weit. Das ist direkt vorm Haus gewesen.
Oh. Ja, dann fahren wir halt mal gerade nach Hause und. Ich bin schlau. Nicht. Dann fahren wir mal eben schnell nach Hause und. Deine Axt müsste ja auch fertig sein. Ja. Also das Schöne ist halt, hier kriegst du ja überall Kohle aus den Bäumen raus auch, ne? Ja, ja. So nebenher so ein bisschen immer. Ja, ein bisschen Kohle habe ich schon so jetzt gefunden und so, aber ja. Geil. Geil. Aber müsste der Baseballschläger nicht auch so diesen schönen Sound machen? Ist wuff, wuff. Oder dieses Kling. Klong. Ja, der klingt ja eher so Alu-mäßig. Ja, aber ich glaube, der Stufe, den Vierer hier, also der ist ja auch aus Holz. Der ist nicht aus Alu. Ach so. Warum auch immer. Vielleicht machen die Stahlknüppel den Sound. Nee, der Alu hat das, der Basie hat das auch gemacht. Ja, vielleicht ist es ja geändert worden. Könnte ja sein, dass es geändert wurde. War hier nicht irgendwo Nitrat? Ah ja, genau, hier, wo ich bin. Hier, da ist es doch schon, hier die Nitrat-Geschichte hier. Alter, der ist so dürre, den trifft man einfach nicht. Mann. So. Okay, das sah ganz komisch aus gerade. Ich bin auf mein Moped gestiegen und kurz bevor ich aufgestiegen bin, hat die Welt geflackert und ich konnte einmal hier durch die Bäume so ein Frame konnte ich durchgucken. Ja, das hatte ich eben auch. Alter, nochmal Gewehrteile. Ich finde lauter Gewehrteile! Obe ist, ich habe noch nicht genug Skill. Ja, dann könnte man nochmal so ein Scharfschützengewehr und... Scharfschützengewehr und Jagdgewehr kann man dann bauen. Hm. Okay. Im Müll. Ich finde die ganze Zeit Gewehrteile im Müll. Dieses Geräusch, wenn man Gas gibt, das erinnert mich irgendwie immer an Star Wars. An Star Wars? Ja, das bei dem Pod Racing und so hat das auch so ein ähnliches Geräusch gemacht. Ja. Das erinnert mich sehr daran. Hier, Stein. Es sieht aus wie Stein, aber es ist kein Stein. Oh, danke. Hier noch ein bisschen was raus. Ja, wir haben ja eh keine Chemiestation, also. Schade, dass man die beim Händler nicht mehr benutzen konnte. Das ging ja früher mal. Ja, ich weiß. Das war cool. Ja, ist aber nicht gut. Also, das ist ja dann wirklich easy. Dann hast du ja gar keinen Grund, dir was selber zu bauen. Ja, du konntest ja nur zu bestimmten Zeiten ran. Das war gar nicht so einfach. Aber am Anfang hat mir das immer geholfen, wenigstens ein bisschen was zusammenzubekommen. Ja. Also ich finde es so besser. Wie viel brauchst du denn für Schießpulver? Du brauchst wahrscheinlich 2 und 2, ne? Oder so. Wenn ich das in der Tasche mache? Ja, Chemiestation haben wir ja halt nicht. Denk nicht drüber nach.
Das in der Tasche zu machen, denk nicht drüber nach. Na ja, gut, dann brauchen wir ja auch nicht so extrem viel Nitrat holen, oder? Nee, du brauchst 12. 12, okay. Das ist krass viel. Mhm. Deswegen. Denk nicht drüber nach. Bevor ich 12 und 12 benutze, habe ich es gekauft. Ja. Ey, das ist so viel. Achso, du haust den Block unter mir weg. Was sagen Sie, wackelt das hier? Ja, hier ist nicht mehr viel Nitrat drin in dem Ding hier, glaube ich. Ich habe halt keine Ausdauer. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja 2500 Nitrat und du hast auch noch ein bisschen was. Zu Hause ist noch was. Sollte eigentlich reichen. Lass den Kram hier, den letzten 2-3 Blöcke hier noch rauskloppen oder wie viel das noch ist. Ich muss mal was essen und was trinken. Da unten kommt aber noch. Ja, aber viel kann es eigentlich nicht mehr sein. Oder das ist so eine Mine, die aussieht, als wäre sie jetzt leer und dann wird es riesengroß. Kann das nicht passieren. Macht irgendwie schon den Eindruck. Naja gut, ja dann lass raus, Frame. Na komm, lass hoch. Ja. Egal, wir können ja nochmal hier hin, notfalls ein bisschen was holen. Bist du oben? Ja. Ja. So. Ja, sehr schön. So. Machen wir mal die Taschen leer daheim. Dann haben wir doch hier schön ein bisschen Kram. Ein bisschen Kram bekommen. Ist ja geradezu perfekt. Mhm. Und deine Axt kannst du aus der Werkbank nehmen, ne? Jo. Ja, ich lass das taktische Sturmgewehr hier noch. Das braucht man nicht unbedingt gerade. Händlerkiste ist hier, da kann das rein. Vorschlaghammer habe ich gefunden, der kann da auch rein. So, wieder richtig wohnlich hier. In dem Monsters Haus, das grünlich ist. Die Farbe abblättert. Ja. Wird trotzdem wohnlich. Ich habe sogar einen Diamant gefunden, sehe ich gerade. Nice. Okay. So. Da haben wir noch ein bisschen Messing. Obwohl, warte mal, können wir das nicht hier schon irgendwo reinstoppen? Hier rein. Ja, der Garten ist fertig. Nee. So, jetzt haben wir noch hier die Eisenrohre. Für den Händler haben wir noch das. Haben wir 2 Werkzeugkisten? Kann das sein? Nee. Auch nicht. Ach, wir hätten können in der Drogenkiste mal gucken. Für die Feral nach, für den Blutmond. Ja, ich habe sie irgendwie versucht zu finden, aber ich habe sie nicht gefunden. Wir haben irgendwie Besuch. Ja. Irgendwie Besuch, okay. Ja. Ach so. Kaffee.
Ich gehe mal gucken, wo der Besuch ist. Ja. Bestimmt der Postbote. Wieso kommt der denn? Bringt uns die Sachen für den Umzug. Ach, der Postbote, der Arme. Die arme Sau. Na, das gibt einen schönen Screenshot. Wunderbar. Ich brauche unbedingt von den neuen Zombies neue Screenshots. Ach so. Wobei ich finde eigentlich, die Zombies sehen prinzipiell natürlich besser aus. Ich finde aber diese neue Hautfarbe, die sind ja so dunkel jetzt, ne? Ja, untot. Das ist zwar irgendwie besser, aber für Screenshots ist das total ätzend, weil die so dunkel sind und die musst du jedes Mal aufhellen für einen Screenshot. Ja, aber so nur den Zombie ganz vorsichtig, das ist super anstrengend. Ja, das nervt echt ein bisschen. Ey. Also Feature Request an die Funpimps, macht die Zombies ein bisschen heller. So, das tue ich mal reparieren. Dann lassen wir das mal so. Was hast du gesagt? Ich soll nochmal hier in die Werkbank gucken wegen der Axt, ne? Jo. Ah, jo. Cool. Gut, prima. Na, das war doch hier äußerst ergiebig. Dann können wir in der nächsten Folge direkt looten gehen, würde ich sagen. Weil ich habe alles leer, ich habe alles da, was ich brauche. Hast du nochmal Geschossspitzen und so angeschmissen? Ich hatte hier gerade noch ein bisschen was reingeschmissen und angeschmissen, ja. Hast du nicht noch was gesagt von Pfeilen? Wo sind denn die Pfeile? Hier. Achso. Jetzt habe ich 100. Ja, das reicht mir. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir mal wieder looten. Aber dann, obwohl wir noch Quests haben, gehen wir dann ohne Quest looten, oder? Ja, vielleicht könnte man das irgendwie auch miteinander ein bisschen verbinden. Mal gucken. Mal gucken. Ja, vielleicht kommen wir irgendwo am Quest-Dings vorbei, dann machen wir es mit. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.